Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk hier auf dem roten Sofa der DVZ, hier auf dem Deutschen Logistikkongress. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Barbara Frenkel, Vorständin für Beschaffung bei Porsche. Schön, dass Sie da sind. Freut mich. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Ich habe recherchiert, Sie sind jetzt seit 21 Jahren bei Porsche und wir haben vorhin auch schon gehört, Sie fahren auch einen Porsche. Also durch und durch Porsche-Janerin, sagt man wahrscheinlich bei Ihnen. Sie haben ein sehr spannendes Ressort, aber auch ein Ressort, was in diesen Zeiten natürlich eine Menge Arbeit und eine Menge Kopfzerbrechen bereitet. Thema Lieferketten. Wie gehen Sie da bei Porsche mit um? Ja, es ist in der Tat sehr spannend momentan, aber es ist mein Job, die Herausforderungen zu lösen und die mit Optimismus und Zuversicht anzugehen. Und das Wichtige ist, in so einer Krisensituation das richtige Mindset zu haben. Das heißt, sich auf die Themen zu fokussieren, die Sie selbst in der Hand haben und verändern können und dort auch den Schwerpunkt zu legen. Was können Sie denn verändern? Ja, wir können natürlich mit unseren Lieferanten sprechen. Also wir arbeiten auf zwei Seiten. Das eine ist, die bestehende Situation zu analysieren und mit unseren Lieferanten zu sprechen, wo können wir Alternativstrategien angehen, zum Beispiel bei der Halbleiterkrise. Gibt es durchaus Möglichkeiten, Chips, die knapp sind, mit Alternativbauteilen auszutauschen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich jeden Tag mit der Liefersituation klarkommen und dazu arbeiten wir als Team. Und ich glaube, das ist einer der Erfolgsfaktoren, warum wir ganz gut durch die Krise kommen, weil es eben nicht ein Beschaffungsthema ist, es ist nicht ein Produktionsthema, sondern es ist ein Thema, das wir im Team mit Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Finanz und natürlich Beschaffung gemeinsam lösen. Jetzt hörte man so heute im Laufe des Tages viel über alternative Sourcing-Standorte, Südasien, Indien etc. Ist das bei Ihnen auch ein Thema, so ein bisschen raus aus China, rein in andere Standorte? Also wir schauen uns natürlich alle Risiken an, bewerten die und entwickeln dann gemeinsam individuelle Maßnahmen. Also es gibt nicht die Strategie, an einem Standort, in einem Land nicht mehr zu sourcen, sondern wir gucken uns das Bauteil für Bauteil an. Und deswegen würde ich sagen, dass der Mix an Maßnahmen macht es. Wir sind ein kleiner Automobilhersteller. Da macht es vielleicht manchmal Sinn, den Lagerbestand zu erhöhen. Manchmal macht es Sinn, Dual Sourcing zu betreiben. Und in Ausnahmefällen vielleicht dann auch an einem anderen Standort zu fertigen. Sehen Sie einen generellen Trend, wirklich die Lagerhaltung jetzt auch hochzufahren und wird das auch halten über die Zeit jetzt? Wir machen das sehr selektiv für Bauteile, wo es Sinn macht, einen Lagerbestand zu haben, auch volumenseitig. Es geht ja nicht bei allen Bauteilen und bei allen Technologien, aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Aber wir müssen uns, glaube ich, gedanklich davon verabschieden, Lieferketten immer nur auf höchste Effizienz auszulegen. Für uns hat die Robustheit der Lieferkette auch einen Wert. Die Robustheit und die Nachhaltigkeit. Ja, sagen Sie mal ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit. Was machen Sie und hält das auch in diesen Zeiten, in diesen turbulenten Zeiten, dass man wirklich diese Nachhaltigkeit auch stärker in den Fokus stellen kann? Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, der verankert ist in unserer Porsche-Strategie. Und das Wichtige ist, dass Sie in Krisenzeiten Ihre Strategie und Ihr Zielbild nicht aus den Augen verlieren. Deshalb, ja, Nachhaltigkeit verfolgen wir weiter. Wir haben als Ziel, in 2030 bilanziell CO2-neutral zu sein. Das bedeutet auch, die Nutzungsphase unserer Fahrzeuge ist eingeschlossen. Und da wir eine hohe externe Wertschöpfung haben, kommt natürlich der Dekarbonisierung unserer Lieferkette eine große Bedeutung zu. Wie erreichen wir das? Ich würde mal drei Beispiele nennen. Das erste ist, wir verlangen von all unseren Serienlieferanten, das sind 1300, dass sie die Produkte für Porsche mit Grünstrom herstellen. Das zweite ist, wir wollen für die Bauteile, die wir einsetzen, möglichst CO2-armes Material verwenden, zum Beispiel grünes Aluminium. Und Part 3 ist, wir wollen verstärkt Materialien, die recycelt wurden, einsetzen. Zum Beispiel sehen wir das auch schon im Interior beim Taycan. Sie können also auch eine lederfreie Ausstattung nehmen und dort wird Material eingesetzt, das früher mal eine PET-Flasche war. Welche Rolle spielen denn die Logistikdienstleister in dieser nachhaltigen Lieferkette? Kriegen die auch gewisse Vorgaben, müssen die dann möglicherweise CO2-arme Fahrzeuge fahren oder wie läuft das da ab? Wir versuchen in der Logistikkette, soweit wie es geht, zu dekarbonisieren.
Das heißt einerseits natürlich, die Lieferanten nahe an uns binden, sodass die Wege sehr kurz sind. Auf der anderen Seite, dort wo es möglich ist, entweder CO2-arme Transportmöglichkeiten zu verwenden oder natürlich auch, ich sage es mal, Logistik hat ja viele Facetten. Da geht es einerseits um die Wege, die sie machen müssen, aber auch die Art und Weise, wie sie Produkte zum Beispiel verpacken. Auch dort in verpackungsarme, wiederverwendbare Gebinde zu switchen. Das große Thema unter dem Stichwort Nachhaltigkeit in der Branche ist ja auch die Elektrifizierung der Automobilbranche. Sie sind als Automobilbauer da sehr stark auch vorangegangen. Jetzt ist das große Thema, wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur aus, gibt es die Fahrzeuge etc. Wie erleben Sie das? Kommen wir schnell genug voran mit der Ladeinfrastruktur? Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt in der Akzeptanz der Elektromobilität. Wenn ich als Kundin sehe, dass ich jederzeit laden kann, so wie es heute mit Tankstellen ist, ist natürlich der Switch zur Elektromobilität viel leichter. Kommen wir schnell genug voran? Nein. Also ich würde mir wünschen, dass das deutlich schneller und aggressiver geht. Das ist das eine. Und das zweite, dass die Energie, die bereitgestellt wird, auch grün ist. Weil das hilft natürlich in der Dekarbonisierung nur dann etwas, wenn auch Grünstrom getankt wird. Und da leisten wir als Porsche auch unseren Beitrag. Der Taycan Cross Turismo ist das erste Fahrzeug, das wir in der Nutzungsphase grün stellen. Wie machen wir das? Wir erhöhen den Energiesee. Das heißt, wir investieren in grüne Energien, sodass egal, ob unsere Kunden die Möglichkeit haben, Grünstrom zu tanken oder nicht, wir den Energiesee mit grüner Energie bespeisen. Wie stehen Sie zu E-Fuels? Ich glaube, Sie haben eine eigene Produktionsanlage sogar dazu. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil man immer denkt, eigentlich ist jetzt E-Antrieb das A und O im Automobilbereich. Also das ist unsere Strategie, dass wir elektrifizieren und davon rücken wir auch nicht ab. Aber wir haben eine Flotte von 1,3 Milliarden Fahrzeuge auf der Straße und der allergrößte Anteil sind Verbrenner. Und E-Fuels können da natürlich einen sofortigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Wir haben eine Pilotanlage im Bau, die wird Ende des Jahres ihren Betrieb aufnehmen. Und das Ziel von dieser Anlage ist zu zeigen, dass die innovative Technik, die man braucht, um E-Fuels herzustellen, industriell machbar ist. Also das heißt, die Pilotanlage wird momentan ausgelegt auf 130.000 Liter pro Jahr. Und wenn wir die Hürde genommen haben, dann kommt die nächste Skalierung auf 50 Millionen Liter und die nächste Skalierung zwei Jahre später auf 550 Millionen Liter. Und Sie machen es aber schon aus einer Notwendigkeit heraus, weil Sie werden ja wahrscheinlich nicht zum Treibstoffhersteller, Energieunternehmen oder sonst irgendwas werden, oder? Einfach weil die Alternativen wahrscheinlich fehlen so ein bisschen. Also wir sind Investor in einem Unternehmen, das diese Anlagen betreibt und umsetzt. Wir sind bei dieser Pilotanlage Investor und Kunde, um diese kleinen Mengen bei uns auch im Motorsport oder in der Erstbefüllung der Fahrzeuge einzusetzen. Wir werden also kein Kraftstoffanbieter, aber wir sehen natürlich als technologiegetriebenes Unternehmen die Chancen in dieser Technologie, sowohl zur Dekarbonisierung von Fahrzeugen, aber Sie können E-Fuels auch für Kerosin verwenden oder Sie können auch für Schiffsdiesel diese Technologie verwenden. Und das macht natürlich auch wirtschaftlich viel Sinn. Ja, abschließende Frage vielleicht. Porsche steht für Sportwagen, für PS etc. Wann fährt denn der letzte Porsche, der noch mit Benzin betrieben ist? Ganz normal. Also das letzte Modell, das mit Verbrenner noch fahren wird, wird natürlich unser 911er sein. Und wann es dort zu einer vollständigen Elektrifizierung kommt, entscheidet auch zu einem großen Teil natürlich der Kunde, die Kundin. Solange es möglich ist, diese Fahrzeuge noch mit Verbrenner zu bauen, werden wir die auch mit Verbrenner bauen. Also man kann sich weiterhin auf Motorengeräusche und so weiter freuen. Frau Frenkel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Danke Ihnen. Dankeschön.